Hallo, willkommen bei der Battlebase. Ich bin der Marc, Head Coach bei der Battlebase. Heute zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Are you ready? Paddle ist die schnellst wachsende Sportart weltweit. Paddle ist einfach lustig. Man lernt es schnell, man hat sofort Erfolgserlebnis. Ein Ballwechsel ist eher länger im Vergleich mit Tennis. Man darf die Scheiben nutzen und deswegen ist es auch sehr dynamisch. Ein Paddle-Schläger ist auch kleiner und ein bisschen dicker als ein Tennisschläger. Man hat einen größeren Sweet Spot und deswegen spielt man auch mit weniger Fehler und kann jeder schnell Spaß haben und Paddle gut spüren. Ich darf nie direkt einen Ball gegen die Glasscheibe spüren. Das ist aus. Aber wenn ich erst einen Ball am Boden aufspringen lasse und es trifft dann die Wand, wie jetzt, dann ist er gut. Ich darf auch die Glaswand an meine eigene Seite nutzen, um einen Ball zurückzuspüren. Es passiert, wenn ich vorne am Netz stehe und es wird ein Lob über mich gespielt, dass ich dann dieser Ball über meine eigene Scheibe zurückspiele. Das ist dann auch erlaubt. Der Aufschlag. Bei Paddle spielen wir immer den Aufschlag von unten. Das heißt, ich darf den Ball nicht über meine Hüfte treffen. Ich lasse es erst einmal am Boden aufspringen und dann spiele ich von unten diagonal in dem Spielfeld. Der Ball darf nie aufspringen und das Gitter berühren. Das ist aus. Aber wenn der Ball aufspringt in dem Spielfeld und danach die Glasscheibe trifft, dann ist er gut. Paddle spielt man immer im Doppel. Das heißt 2 gegen 2. Die Punkte werden so wie beim Tennis gezählt. 15, 30, 40 ein Spiel. 6 Spiele sind ein Satz. Und mit 2 gewonnenen Sätzen hast du das Match gewonnen.